Na gut. Wisch sofort den Okidoki. Wir haben aber nichts um den Flaschenhals. Okay, wir brauchen das erstmal. Ach, das kann bestimmt auch der aviale Stromumkehrer finden. Und was wird das hier? Naja, meine Sachen sind... Du willst doch nicht etwa meinen kostbaren Fusel als Reinigungsmittel verwenden. Alkohol gehört in die Leber oder in den Tank. Also lass das bitte sein. Na gut. So, mal kurz gucken. Sonst haben wir hier alles erledigt. Ja, und das Skelett kriegen wir vielleicht... Können wir mit dem Skelettbein das Skelett hier so runterwuchten? Er hat angefangen. Oder den Schlüssel ergattern. Ugh, zu hoch, aber egal. Über Kopf zu arbeiten ist eh ungesund. Keine Arbeiten über Kopf, keine Arbeiten in gebückter Haltung, keine Arbeiten mit spitzen Gegenständen. So, hier kriegen wir jetzt den avialen Stromumkehrer in das Minebike. Dann wollen wir mal. Wupsi! Immer das Gleiche mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Na super. Wo ist das Ding hin? Ah, da. Und da. Und da. Und hier ist noch ein Teil, das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Und damit sind wir beim nächsten Minispiel. Ja. Okay, also pass auf. Der sphärische Korpus wird geklemmt. Scheiße. Solange der Mowe-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mowe-Flansch geben. Ja. Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. Vier Speichen, Schrauben. Zwei Speichen, Klemmen. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Okay, eine Schraubmuffe muss an einen sphärischen Korpus. Nein. Also warte mal, die Klemmmuffe, das geht nicht, ne? Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Okay, das heißt, den kubischen machen wir die Steckmuffe und da machen wir die Klemmmuffe drauf. So. Dann. Solange der Mowe-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mowe-Flansch geben. So, der Mowe-Flansch. Der gehört an den. Solange der. Wird es auch. An den kubischen Korpus. Okay. Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. Ein dorsaler. Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. Vier Speichen, Schrauben. Zwei Speichen, Klemmen. Okay, vier Speichen auf die Schraubmuffe. So einen Stromumkehrer baue ich doch im Schlaf. Ab ins Inventar damit. Ob ich noch einen zweiten zusammenbekomme? Zwei vier Speichen klemmen, ne? Nicht schlecht, Rufus. Du bist ein Naturtalent. Den dritten baue ich auch noch schnell zusammen. So, ich wette, der Doc hätte das nicht so grandios gut hinbekommen. Das war mal wieder ein schönes Rätsel. So, jetzt haben wir den avialen Stromumkehrer, den Binausalen und den Dorsalen. Probieren wir den. Und es hält. Ha! Ich meine, natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. So, dann noch die Signallampe hier in den Scheinwerfer, würde ich sagen. Eine Warnlampe? Also wenn ich schon etwas einbaue, dann bitte auch was Naheliegendes. Ein Turbobeschleuniger oder eine Sprungfunktion. Okay. So, was haben wir hier noch? Den Weichenstellkasten können wir vielleicht jetzt mit dem Bein. Der tote Schaffner wird zum Weichenhebel. Welche Ironie. Mist. Passt nicht. Ich brauche wohl doch den Hebel.
Können wir da nicht mit einem Stromumkehrer? Ein Umkehrer ist nicht zu denken. Okay, wir brauchen den Umkehrer nicht. Der schmutzige Spiegel geht auch nicht. Die Signallampe. Da oben ist auch noch eine Signallampe. So, mal gucken. Noch was? Wir müssen irgendwie auch in diese Schaltzentrale kommen und das hebt unser Schalt. Ich habe einen Stromumkehrer verloren und drei gefunden. Ich sollte mir die Bilanz nicht ruinieren. Dann wollen wir mal. Oh, wie ein Kätzchen. Mit Asthma. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Okay, absteigen, losfahren. Und ab geht's. Yippie-yay, ein Hebel. Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin? Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber, ich bin im Kreis gefahren. Ah. Ich wusste, dass das passiert. Natürlich wusstest du das. Was macht der Knopf? Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Aussteigen. Ja, wir sollten erstmal aussteigen. So. Da kommen wir in die Tunnelpassage. Hier ist eine Kontrolltafel. Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Na, sehr gut. Da steht, ich habe noch nicht halb so wild. Haben wir noch was hier? Das ist mein Bike, den Knopf. Ah, und ein Lappen. Oh, und ein Schlüsselkasten. Abgeschlossen. Und den Schlüssel hat natürlich unser Freund der Schaffner. Dieser trockene Lappen verteilt den Dreck nur. Er muss kaputt sein. Nein, nein, das ist in der Tat das, was Lappen normalerweise tun. Und hier ist noch eine Signallampe. Na gut, wir gehen mal gucken, wo wir hier hinkommen, würde ich sagen. Lass mal luren. Ah! Da ist noch ein Knopf. Oha! Es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Ganz groß. Na, immerhin. Und jetzt mal gucken, was der Hebel kann. Ach, da stellen wir auf Rot. Okay. Alle Signale stehen auf Los. Warum bin ich überhaupt noch hier? Okay, das muss auch irgendeine Bewandtnis haben. So, hier können wir mit dem Kran... Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der... Und hier... Da muss man... So, also... Zuerst mal würde ich sagen, jetzt haben wir ja einen Lappen. Gehen wir doch mal hier zum Doc und wischen den mal hier mit dem Lappen hier das Schmutzding sauber. Damit können wir vielleicht den Lappen auch mit Schnaps trinken. Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Sehr schön. Lappen mit Alkohol und der natürlich leichtes Hallo. Spiel. Hallo. Kommst du öfter hierher? Jetzt haben wir doch hier polierten Spiegel. Was uns das Skelett aber nicht zurückbringt. Hallo. Was? Oh, hallo. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Das Gehirnimplantat wissen wir ja schon. Ich muss machen. Das muss der Sicherungskasten für den Signalmast sein. Okay, wie kriege ich... Ah, warte mal. Achtkant geht bestimmt mit dem Skelettbein auf. Nicht solange ich noch zwei eigene gesunde Beine habe. Mal da den Bienen aussahlen vielleicht.
Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpel. Offensichtlich schon, aber Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Au, hier ist eine Wand, ganz eindeutig. Ha, Licht, endlich. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren, anders kann ich mir das nicht erklären. Können wir da vielleicht die Signallampe mit dem... Mal gucken, was passiert, wenn ich das da ranstecke. Schade. Okay, das hat nicht funktioniert, aber vielleicht können wir uns hier die Superlux 4000 einfach mit dem binausalen Stromumkehrer. Ohne Stromkreis gibt es hier auch nichts umzukehren. Ohne Stromkreis. Okay, da geht nichts. Hier den polierten Spiegel wieder reinbringen. Na, wer ist der Schönste im ganzen Land? Ich sollte ihn lieber irgendwo aufhängen, wo mehr Licht ist. Okay, wo können wir ihn nochmal hinhängen? An das Skelett? Können wir uns vielleicht so da reinleuchten? Hey du, halt mal den Spiegel. Na, so wird das aber nichts. Du musst mir schon etwas entgegenkommen, fauler Sack. Vielleicht das Bein mit dem... Scherben bringen Glück? Aber ich brauche kein Glück. Ich habe Sachverstand. Oh, wie die Sau. Okay, das geht auch nicht. Also wir müssen ja das Skelett runterbekommen, dass wir den Schlüssel kriegen für den anderen Kasten. So, da müssen wir aber irgendwie jetzt Licht reinbringen. Jetzt setzen wir hier mal wieder die... Sie haben beide die gleichen, aber rote Lampen eignen. Und wo ich hingehe... Brauche ich kein Rücklicht. Sorry, das habe ich jetzt einfach so... Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Jetzt habe ich eine Idee. Okay, warte. Ich glaube, die stecken wir einfach mal beide ein. Wir gehen mal nochmal da hoch. Können wir hier die... Irgendwo... Die Superlux, die möchte ich hier irgendwie einbinden. Können wir die einfach hier... Da rein benutzen. Hier ist es hell genug. Ich kann alles sehen. Hebel, Rangierhaus, großer, ruhig atmender Schatten im Tunnel. Alles. Ruhig atmender Schatten, herrlich. Okay, die ist jetzt auf rot. Geht vielleicht jetzt auch im Viadukt. Wenn wir jetzt hier die 4000er Superlux reinstecken. Entweder kriegt er jetzt ein paar gewichst oder es klappt. Jawoll. So, und jetzt müssen wir irgendwie den polierten Spiegel... Ist das Skelett runtergekommen? Na, wer ist der Schönste? Ich sollte ihn... Muss an das Skelett... Nicht fallen lassen, okay? Ah, jetzt auch das Signal und... So, warte kurz. Jetzt haben wir hier die Wartungsklappe. Der Kasten ist zu, als könnte naive... So, jetzt können wir hier den Schlüssel... Nein. Passt nicht. Und wieder bin ich... Okay. Also das Skelett geht hoch, wenn wir hinten den Hebel ziehen, dann geht aber hier auch das Licht aus. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier aufbekommen, das... Okay, wir müssen einmal in die Schaltzentrale, zur Zentralschaltung. Und hier geht es jetzt vielleicht mit dem Schlüssel des Elektrikers auf. Ein Achtkant-Schlüssel. Alter, wo hat man denn Achtkant? Ich kenne ja nur Sechskant, so muss ich sagen. Achtkant. Warum nicht 19-Kant? Und gleich ein Rundschlüssel.